Oh, ich kann mein Hallo richtige Farbe geben, ja. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Chico. Ui. Ja. Das muss noch weg. Perfekt. Beim letzten Mal sind Dinge passiert. Und heute passieren weitere Dinge. Nein, beim letzten Mal haben wir das da unten links fertig gemacht. Da ist ein Weg durchs Wasser, habt ihr mir gesagt. Das Rätsel können wir also auch lösen. Ja, wir haben das da links unten gemacht und das da rechts oben haben wir eigentlich gemacht beim letzten Mal. Und gleichzeitig in Dinner auch noch ein Treffen gehabt mit Chicory und wir haben Post ausgeliefert und wir haben uns eine neue Friese geholt. Und heute wollen wir die Ecke hier oben links machen. Und dann in mittags mal den Turm der Farben erklimmen wahrscheinlich und das Ende erleben. Denke ich. Klingt nach einem Plan. Ich sehe gerade hier, dass das ist so eine dünne Linie am Rand. Die sieht so aus, als würde das Spiel irgendwann wollen, dass man da irgendwie durchgeht. Denn die ist so voll perfekt, um da einfach lang zu... Obwohl, gut, die endet in der Sackgasse. Aber ich sehe Müll und das kann ich ja nicht hinnehmen. Ich muss den Müll collecten. So, haben wir ein bisschen Müll gesammelt. Es wird schon ein bisschen nervig, 100%. Ich will ja gar nicht 100% in dem Spiel, ne? Ich weiß es nicht, was wir machen. Ganz ehrlich. Wir machen jetzt einfach auf jeden Fall erstmal fertig. Und dafür teleportiere ich mich kurz mal nach Imbiss. Und dann schauen wir, dass wir da oben weiter können. Weil dort konnten wir nicht weiter, weil wir nicht schwimmen konnten. Und das können wir mittlerweile. Wir haben 3 der 4 Prüfungen des Farbenkinds auch abgeschlossen. Und, Bonus! Guckt mal, wie viele coole Bilder. Boah, crazy. Nein, also wirklich. Ich krieg so viele coole Bilder, dass ich die alle mal hier kurz einblende. Damit alle gesehen wurden. Weil es sind so viele, dass ich nicht in jeder Folge einfach nur eins am Anfang einblenden kann. Und das war's. Aber vielen, vielen Dank. Das ist sehr schön. So, und dafür färbe ich diese Wand jetzt lila. Und wir können hier hoch. Und sind auf einem Dach. Hallo. Und vom Dach können wir dahin hüpfen. Oh, und hier ist ein Geschenk. Und in dem Geschenk ist eine Pilotenjacke. Schick, schick. Gut. Dürfte ich bitte hier durch? Dankeschön. Hallo, Fenchel. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden, weil ich möchte... ganz da nach links. Hier. Zur Transitbank. Und damit möchte ich bitte nach da oben nach Imbiss reisen. Ja, bitteschön. So. Das klingt echt so wie Hollow Knight. 1000%. Ah gut, hier ist unser schöner roter Bildschirm. Und hier ist Water. Cool. Dober Gedanke. Frauen in ihrer Periode wie like. Hui. Okay. Gut. Aua. Das mit dem Wasser habe ich hier verdient. Gehen wir erstmal den Fluss einfärben, um zu gucken, wo es überall lang geht. Wir können auch überall hier hoch, das ist cool. Ja. Nehmen das verirrte Kind hier mit. Ah ja, wir sind hier oben in Imbiss. Ah cool, sogar hier in der Ecke oben kann man hin. Hat ja irgendwann mal angenommen, dass man da gar nicht hin kann. Aber wir können den Geysir mal testen. Ah, wenn ich reintauche. Das ist cool. Doch, das ist schon fancy. Ihr habt auch gesagt übrigens, dass ich diese eine Pinselblume da bei dem Typen einpflanzen kann. Das mache ich auch echt gerne. Aber ich weiß nicht, wann ich da das nächste Mal dran vorbeikomme halt. Ach, guck mal. Das verlangt von einem hier zu wissen, dass man aus dem hier rausspringen kann. Ich habe nicht gewusst, dass es geht, aber ich habe es gerade einfach mal spontan getestet. Dass alles irgendwie keinen Sinn ergeben hat, wie man da langkommen soll. Bei Upgrades kriegen wir, glaube ich, keine mehr. Ein Skaterhelm! Let's go! Ja, und einige haben angemerkt, dass unser Charakter immer mehr aussieht wie Melinda von Animal Crossing. Das ist ein reiner Zufall. So, da sollte ich ja hochkommen, ne? Ja. Lass mich raus. Nachttischbergwanderweg. Okay, das ist der Nachtischberg. Okay, okay, aber wie wäre es, wenn ich erstmal mich hier umgucke? Was bist du denn?
abhängen. Aber so ein einzig einfacheres Wand einfärben? Scheinbar. Keine Musik. Ist ja auch selten. Und die können normal schwimmen. Das Geräusch ist cool. Okay. Hier ist scheinbar so ein Chillort. Hier ist auch eine Bank. Das ist cool. Ah, da ist Chico. Dann müssen wir von der Seite da drüben kommen. Peng. Komm bald. Ich bin nur noch am Entdecken. So, färben wir hier alles ein. Da alles ein. Ja, stimmt, man kann ja hier überall hoch. So, da unten ist eine Katze. Die ich nicht von hier aus holen kann, aber wir sehen sie zumindest. Ich sollte das Gebirge irgendwie so braun färben. So ein bisschen einfärben, ne? Ist doch schön. So, so ist doch schöner. So kann man sich das alles gut angucken. Ich weiß nicht warum, aber jetzt wirkt es hier auf jeden Fall direkt wieder sehr farbenleer. Perfekt. Ich möchte da hoch, aber da komme ich nur von oben hin. Also möchte ich damit da hochgespült werden. Und hier mich umgucken. Aha. Kann ich irgendwie nur eins davon gleichzeitig aktivieren? Ah, einfach wenn sie ausgehen. Wenn sie ausgehen, benutzen. Du bekommst Ohrenschützer. Genau, dann können wir das einfärben und dann können wir da durchspringen. Ich hoffe, hier liegt kein Müll oder so. Ich sehe keinen. Sehr gut. Hier haben wir sehr viele Wolken und eine Wand, die wir hochklettern können. Und eine Katze irgendwo. Da. Katze, komm her. Miau, miau, miau. So. Das war ja geschenkt. Das Geschenk. Haha. Eine bauschige Jacke. So, und darüber. Perfekt. Da kommen wir von unten nach oben. Da müssen wir durch die Wolken. Okay. Wie falle ich da durch? Wie komme ich denn da hin? Ich kann nach oben springen. Oh, ich habe es geschafft, irgendwie rauszuhüpfen. Cool. Du bekommst ein Kopftuch. Let's go. Immer mehr Kleidung. Und das alles mache ich, um dann darüber zu kommen, nach da links? Ich bereue ja alles, wenn ich runterfallen sollte. Warum mache ich das in der Luft? Warum versuche ich hier Parkour zu machen? Warum verspringe ich daneben? So. Muss ich hier? Ich muss ja Parkour machen. Jawohl. Hui. Ah, und um da hochzukommen, muss ich das da mich ducken, wenn das weniger wird. Ich glaube, hier mit ein paar Sicken Flips komme ich nicht hoch. Und führt mich die Wand hier hoch? Zu der Prüfung. Ja, nee. Dann machen wir erstmal nochmal den Raum hier. Der macht nämlich so viel Spaß. Eins, zwei. Was ein sicker Flip. Ja, runter, Wolke, danke. So, und jetzt müssen wir warten, bis es weniger wird. Und jetzt können wir hier hoch. Jetzt können wir von hier oben da runter hüpfen. Und hier nach links gehen. Und da zwei sicke Flips machen für ein Geschenk. Ein gewebt. Ein gewebtes Oberteil. Okay. Ja, aber cool. Haben wir das auch. In den Kommentaren wurde sich übrigens ein bisschen beschwert, dass das Spiel zu laut ist. Deswegen heute ein bisschen leiser. Ist ein bisschen merkwürdig. Manchmal ist der Ton von dem Spiel halt ultra leise. Und manchmal ist er viel zu laut. Ja, cool. Hallo, Chicory. Du hast es geschafft, Pommes. Ich hoffe, du bist für diese Prüfung bereit. Denn dafür musst du die Spitze des Nachttischgipfels erklimmen. Wieso sage ich immer Nachttisch statt Nachtisch? Ich weiß es nicht, weil ich ein verwirrtes Wesen bin. Was hat das denn damit zu tun, ein Farbenkind zu sein? Eine ausgezeichnete Frage. Ich
denke, es geht dabei wohl nicht um den Berg. Bei dieser Prüfung geht es darum, über dich selbst hinauszuwachsen. Um in den Status eines Farbenkindes aufzusteigen. Es ist symbolisch, doch es ist die Prüfung. Wir sollten also losklettern. Cool, dass du nochmal mitkletterst. Katze. Naja. Ich muss Abkürzung öffnen. Ja. Kann ich mich auch irgendwie darüber springen? Ne, so weit springen kann ich. Brauche ich doch gar nicht. Nein, denn. Ich kann das doch alles zu Fuß bewältigen. Bin ein starker Hund. Ein starker, sehr langsamer Hund. So. So. Warte, ich hab ihn gleich. Da rein. Ja. Jetzt. Nein. Oh. Gut. So. Und jetzt hier rüber. Easy. Was hat es mir gebracht, das hier aufzuspringen? Eine Hütte. Wir wohnten hier im Gebirge. Hallo? Verschwinde hier. Keine Antwort. Keine Antwort. Keine Antwort. Keine Antwort. Keine Antwort. Tja, dafür kriegst du jetzt ein schönes Haus. Und ich hüpfe auf deinem Dach rum. Tja, was denkst du dir jetzt dabei, hä? Habe ich nur zwei Farben? Was ist nur? Ja doch, ich habe nur sehr viele Blautöne. Ja. Bin verschwunden. Nicht mal versteckt kann ich mich reinsneaken. Okay. Mysteriöse Hütte, wo ich nicht rein darf. Verstehe. Dann gehen wir halt oben lang. Wo sind diese Sprengpflanzen? Verstehen Sie noch nicht so ganz, weil ich eh einfach alles einfärbe. Oh, meine Farbe aktiviert die Bimmels. Ist cool. Bisschen windig. Aber so ein Job. Aha, guck mal. Wind ist hier ein bisschen zu stark. Die Sprünge schaffe ich nicht. Aber ich kann hier unten lang tauchen. Okay. Jetzt haben wir nur sehr viel mit dem gegen den Wind arbeiten. Okay, erstmal das ganze Bild ein bisschen einfärben. So, dann in die Wolke. Und durch den Wind treibe ich ja, genau, bis nach da oben. Und das machen wir dasselbe von hier. Sicker Flip. Sehr sicker Flip. Genau. Jetzt können wir noch ein Bildschirm hoch. Und das ist die Musik hier in dem Gebiet. Ich muss gerade das Spiel leiser machen. Die ist so laut. Also, keine Ahnung. Abgemischtes Spiel scheinbar nicht sehr gut, aber der Rest ist sehr cool. Ach. Ich sehe es gerade. Die Fontänen fließen. Der Wind hört manchmal kurz auf. Das muss ich nutzen, um dann hier rüber zu schwimmen. Den Müll mitzunehmen. Und jetzt muss ich in die Fontäne rein, weil die gerade nach oben zeigt. Cool. Schied starker Wind. Eigentlich eine schneemäßigere Farbe. Du. Ja, alles Schnee. Hui. So. Nicht das Fülltool haben, sonst kann man die Wolke nicht ausfüllen. So. Ah, ich muss echt in der Wolke sein, bis der Wind stark ist. Okay, also wenn es jetzt runter geht, reinhüpfen. Krass. Okay, ich muss also instant reinhüpfen, wenn es... Ja. Das ist nur meine einzige Chance, reinzukommen. Jetzt. Jetzt muss ich zweimal hin und her fahren und jetzt habe ich genügend Wind. Und wir bekommen dafür eine winterliche Mütze. Oh, die ist cool. So, dann nutzen wir den Wind, um an den Müll zu kommen. Und was ist jetzt unsere Aufgabe? Ah ja, bei Wind reinhüpfen, aber ohne Wind raushüpfen. Also noch einmal hin und her. Flip. Sicker Flip. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt muss ich diesen Luftballon da durchballern. Der automatisch getrieben wird vom Wind. So.
Perfekt. Erstmal den Weg hier freimachen und jetzt muss ich den hochschieben, während der da geschoben wird. Perfekt. Sollte schon reichen, ne? Ja. Ah, eine Chillpause. Um ganzen Stress hier. Das mit den Bimmeldingern ist super, super cute. So, sieht hier cozy aus? Ja. Ich habe hier ein bisschen eingefärbt. Hallo. Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich aufholst. Haha. Wie bist du so schnell hier hochgeklettert? Du hast noch nicht einmal die Pinselkräfte. Ich habe starke Beine. Ergibt Sinn bei einem Hasen? Und fühlst du dich bereit, in den Status des Farbenkids aufzusteigen? Bin ich einmal sicher, ob ich verstehe, was es überhaupt bedeutet? Da denke ich, die Antwort ist nein. Wenn ich an einen Farbenkind denke, denke ich nicht an jemanden wie mich. Ich denke an jemanden voller Stärke und Coolness und Selbstvertrauen. Du hast doch gedacht, ich sei ein gutes Farbenkind, stimmt's? Die allerbeste. Doch nun, da du mich kennst, komme ich dir wirklich cool und voller Selbstvertrauen vor? Naja. Aha. Ich denke aber wirklich, dass du stark bist, Chicory. Du hast dich so schrecklich und verängstigt gefühlt, doch trotzdem bist du hier und hilfst mir. Das ist Stärke. Nun, auch du bist hier. Und hilfst mir. Das stimmt. Oh, guck mal, wir dürfen uns hinsetzen und weiterreden. Cool. Ich verstehe, was du meinst, wenn du von einem starken Farbenkind sprichst. Ich habe mir auch gewünscht, diese Person zu sein. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, perfekt zu wirken. Doch ich war so einsam. Und ich hatte Angst, dass wenn jemand mein wahres Ich sieht, der Zauber gebrochen wäre. Dann würde sich niemand mehr für mich interessieren. Ich dachte, genau das wäre geschehen, als du mich in den Makeln gesehen hast. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkehren würdest. Chicory, musst du nicht perfekt sein, damit du jemanden am Herzen liegst? Ich schätze, ich bin zurückgekommen, weil ich dachte, wir wären Freunde. Danke. Dafür, dass du da geblieben bist und mit mir gesprochen hast. Auch wenn ich dich fürchterlich behandelt habe. Ich habe das nicht verdient. Trotzdem, danke. Ich möchte nicht, dass es jemals wieder so schlimm wird. Wird es nicht, keine Sorge. Chicory, ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich bin wirklich froh, dein wahres Ich zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich begriffen hatte, wie wenig ich dich kannte, bevor all das passiert ist. Es hat sich damals so angefühlt, als stündest du so weit über mir. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass du einfach nur eine Person bist, genau wie ich. Doch du bist trotzdem jemand, den ich bewundere. Jemand, von dem ich lernen möchte. Trotz aller Fehler. Du brauchst all das nicht vor mir zu verbergen. Ich möchte für dich da sein können, wenn du mich brauchst. Danke, Pommes. Das bedeutet mir sehr viel. Und gleiches gilt auch für dich. Ich werde weiterklettern. Viel Glück beim Rest der Aufgabe, Pommes. Wir sehen uns am Gipfel. Warum kann die so easy da hochhüpfen? Cheaterhase. Ah, nicht. Jetzt ist echt krass, wie Menschen manchmal so unantastbar wirken, wenn die so in ihrem Job aufgehen und so. Ich kann es gerade nicht wirklich in Worte fassen, aber ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Ja, ja. Okay, ich muss den Wind nutzen für sicke Flips. Will ich da nach links ins Bild? Will ich da rechts hoch? Ich gucke erstmal nach links. Ich will den runterschieben. Und hier schnell nach oben schieben. Genau. Aber will ich hier lang? Nein, hier ist einfach nur ein großes Geschenk. Aber das nehme ich, das Gebimmel. Du bekommst einen Pinselstil, der sich permanent ändert. Nee, der bleibt. Das ist ein cooles, punktiges Muster. Wie ist es eigentlich mit meinen Zylindern? Warum habe ich die nicht mehr ausgerüstet? Ich habe nämlich, glaube ich, nur die kleinen Zylinder gemalt. Wie ist ein großer Zylinder? Ah, ich kann echt große Zylinder malen. Wenn ich schnell male, werden es kleine Zylinder. Zylinder überall! Das ist der hässlichste Bildschirm von allen. Ich habe es geschafft. Okay, dann gehen wir jetzt auf die rechte Seite rüber. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier rüber flippen. Nein, ich habe es nicht geschafft. Warte. Nochmal Anlauf nehmen. Zack. Und darüber. Genau. Perfekt. Aber wir haben auch nochmal die Mitte. Ich weiß nicht, was jetzt richtiger ist. Das hier sieht richtiger aus, weil hier kommt der Farbdingsi, den wir
ein bisschen beeinflussen können. Vielleicht rechts? Nein, platz doch. Okay, jetzt fliegt er aber tief genug. Auf jeden Fall. Ich konnte ihn nicht anklicken, weil er durch die Felsen geglitscht ist. Ich habe zu gut gearbeitet. Okay, so aber. Ja. Jetzt noch nach oben. Guter Push. Hätte ich auch von der anderen Seite machen können, aber... Hey. Runterhüpfen kann ich hier leider nicht so easy. Müssen wir tauchen. So. Und jetzt müssen wir noch einmal rechts-links-Sprung machen. Rechts. Und links. Und hier hoch. Genau. Hier sollten wir jetzt alles freigeräumt haben. Für unseren Weiterweg. Auf zum Gipfel. Drei Wolken. Okay, da kann man den Wind hier auch nehmen, um dann so die Höhe zu wechseln. Ich dachte, ich wäre mit Wind gesprungen, aber scheinbar bin ich ohne Wind gesprungen. Oder als er genau aufgehört hat oder so. Och, jetzt ist schon wieder falsch gesprungen. War vor lauter Einfärben der Wolke abgelenkt. So. Frag nicht. So. Rechts. Links. So. Jetzt einmal ein Rechtswind, ja. Linkswind. Dankeschön. Einfachstes Rätsel der Welt. Okay, halt. Wir müssen... Ah. Nur so komme ich da ran. Ich verstehe. Aber ich brauche den auch nochmal weiter oben. So, zum Geschenk können wir aber hinspringen. Du bekommst eine flauschige Jacke. Okay, ich muss gleich nochmal gucken, wo der Zylinder ist, wenn wir ihn jetzt nicht hier finden. Genau, und den müssen wir einfach nur ein bisschen hochschieben und dann wird er ja vom Wind getrieben. Dorthin, wo er sein muss. Und ich bin sogar auch hingesprungen. Sicker Flap. Kommt man da hoch? Oh, guck mal. Da ist auch Müll. Sehe ich jetzt erst. Ich weiß auch, wie ich da rankomme. Ich muss einfach hier den ein bisschen aufhalten. Ah, und ich weiß auch, warum es so lange dauert, bis er spawnt. Weil er immer so spawnen will, dass er gegen die, mit dem Wind direkt losfliegt. Sonst würde das Rätsel sich von alleine lösen noch am Ende. Wenn er immer einfach zufällig spawnt. Und immer wenn der Wind nur nach rechts weht. So. Okay. Dann müssen wir nur noch einmal jetzt hier nach links springen und dann haben wir's. Aber wir sind ja echt gut gepolstert. Also kalt wird uns auf keinen Fall. Hallo? Schwimm doch hoch. Danke. Hundi. So, ich weiß nicht, wie das gereicht hat, aber es hat gereicht. Wir brauchen Wind. Ist ein bisschen ätzend. Hallo, ich muss genau, wenn der Wind wechselt. Geh doch rein. Aber jetzt. Ich bin drin. Okay, meine Wolke wird aber auch immer wieder aufgefüllt. Wenigstens darum muss ich mich nicht kümmern. So, jetzt hüpfe ich schnell rüber. Und easy. Oh Gott. Ach so, ich muss auf den Wind achten. So. Wäre die große Wolke. Genau, dann will ich da hin und dann will ich dorthin. Okay, die eine Wolke habe ich gar nicht gebraucht. Weiß nicht, wofür die war. So, die kleinen Jumps schaffen wir und hier unten können wir durchtauchen. Das ist nett mit den Blumen. Spart man sich sehr viel anmalen. Und schon muss ich selber malen. Da rechts ist irgendein Geysir. Okay. Finden wir heraus, was er macht. Mal ganz vorsichtig hier runtergehen. Ja, Jemi, muss doch was sein. Du bekommst eine Ohrenklappe. Oh, noch mehr gepolstert. Und wir sind wieder auf der Spitze. Kein Windy. Sehr schön. Ach, dass hier ein Wasserfall fließt, ist doch alles eiskalt. Hallo? Haben wir die Hälfte? Puh, du hast es fast geschafft. Der Gipfel ist direkt voraus. Du kannst dich auch in dieser Quelle entspannen, wenn du möchtest, aber den Wasserfall darfst du auf keinen Fall hinabtreiben lassen.
Das ist eine Abkürzung zum Fuß des Berges. Außer natürlich, du möchtest den ganzen Weg wieder hochklettern. Haha. Okay, ich sehe dich dann weiter oben. Also hier runterspringen? Gottes Willen. Hat man was davon, da runter zu springen? Nein. Aber warum gibt's das überhaupt? Hä? Ich gehe einfach hoch, das ist mir zu unsicher. Ja eben, wir sind doch eh fertig. Du hast es geschafft, Pommes. Wir sind auf dem Gipfel. Es ist so still. Ja, ich liebe diese Stille. Diese Prüfung hat noch einen letzten Teil. Wir werden zusammen ein Lied singen. Hä? Ich singe nicht besonders gut. Das passt schon. Das ist eine uralte Hymne der Farbenkinder. An die Worte erinnere ich mich aber nicht. Wir werden also improvisieren müssen. Die ist so ein perfektes Farbenkind. Wir müssen uns an den Rand stellen und auf die Aussicht hinabblicken, während wir singen. Geh zum Rand, wenn du soweit bist. Ich bin schon gespannt, darauf zu erfahren, wie deine Singstimme klingt. Haha. Okay. Was für ein Anblick. Bist du bereit, die Prüfung zu beenden und weiterzumachen? Yeah. Komm her. Ich sing nicht. Die dürfen singen. Ich trinke einen Schluck Wasser. Oh Gott, ich muss was machen. Muss ich da reinklicken, passend? Ich glaube. Oben. Achso. Auf dem Bergesgipfel wirkt die Welt sehr klein. Ich lasse diesen Song schöner, wenn ich da hier nicht drüber. Sie beobachten mich. Doch sie sehen nicht, wie viel Angst ich hab. Nein. Ah, ich muss. Oh nein, ja. Ich muss öfter drücken. Was, wenn sie merken, dass ich auch eine Lösung sehe? Ich glaube, ich mache das falsch. Meine Ängste vernebeln die frostige Luft. Wie Wirbeln fallen der... Oh mein Gott, fünfmal. Schnee! Oben auf des Berges Gipfel gehöre ich wirklich hierhin. Ich glaube, wenn das so explodiert, mache ich es falsch. 1, 2, 3, 1, 2. Ich verstehe dieses Spiel nicht. 1, 2. Warum explodieren alle? Vielleicht gibt es. Da stehen so viele Worte durcheinander. Hilfe! Jetzt haben wir es überfordert mit Musik. Aber sie singen schön. Könnte ich lernen, besser zu sein? Ich jetzt bin, muss es wohl versuchen. Warum hat man immer 7 Worte ineinander? Oh, jetzt gefallen. Bist angemalt. Das war ein komisches Minispiel. Ich habe mich gefühlt wie bei Osu. Kapitel 10. Der Pinsel. Let's go. Weiterspielen. Aber süß eigentlich, dass sie da oben an dem Berg zusammen stehen und singen und... Du hättest dir keine Sorgen machen müssen, Pommes. Du hast eine sehr schöne Singstimme. Danke. Du aber auch. Das ist es, Pommes. Du hast alle Prüfungen des Farbenkinds abgeschlossen. Der Pinsel ist jetzt stärker an dich gebunden. Du hast jetzt die vollständige Kontrolle über den Pinsel. All deine Malfertigkeiten sind jetzt stärker. Du kannst sogar Wasserfälle hochschwimmen. Endlich bist du stark genug, um dich den Makel an der Spitze des Turms der Farben zu stellen. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich bin stolz auf dich, Pommes. All diese Makel hätten eigentlich allein mein Problem sein sollen. Und ich habe aufgegeben, als ich mich ihnen stellen musste. Doch du hast dich allem entgegengestellt. Ich bin so froh, dass du hier warst. Ich habe dich wirklich nicht verdient.
Aber ich werde da sein, um dir zuzujubeln. Wenn du bereit bist, besuch mich in Mittagsmahl. Party! Ui. Okay, was heißt alle deine Mal... Mein Sika-Flip wirkt jetzt nicht so viel stärker. Ich glaube, außer dem Wasserfall-Hochschwimmen habe ich nichts bekommen. Aber ich kann jetzt hier rein. Und die Musik ist voll schön. Was ist hier? Ist doch der Zylinder? Ein Diadem. Okay. Sieht aber süß aus mit den Haaren. Auf geht's! Ich muss den Wasserfall doch ganz einfärben. Flomp. Wie bin ich denn gelernt, dass das Lila eine normale Farbe ist? Und warum ist der Frog Detective? Hallo? Das ist echt der Frog Detective, der ist sogar eine Lupe! Oder ist sogar so? Es gibt ein Indie-Spiel mit so einem Froschdetektiv, was ultra cuten Artstyle hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass der hier chillt. Hi, ich bin der Froschdetektiv. Hi? Bevor du fragst, ich kann dir gerade nicht dabei helfen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Ich mache hier nämlich gerade Urlaub. Rätsel löse ich für mein Leben gern. Aber es ist auch wichtig, ab und an eine Pause zu machen. Selbst wenn es um die Dinge geht, die man am liebsten macht. Das ist wirklich sehr vernünftig. Danke. Okay, Froschdetektiv chillt hier. Hätte ich nur ein Grün dabei, hab ich doch. Bam. Er ist grün. Aber cool, dass er hier abhängt. Nämlich ein sehr süßes Indie-Spiel. Gibt, glaube ich, 2 Teile und ein 3. Teil erscheint davon bald. Ist man immer in so kleinen Orten unterwegs und muss so ein kleines Rätsel lösen. Das sind, ich glaube, kostenlos sogar. Ich weiß gar nicht, ob das was kostet. Es ist eine Katastrophe. Was bist du denn überhaupt für ein ekliges Ding? Butterscotch und Quitty. Dieses Ressort ist erledigt, erledigt, sage ich. Nur die Ruhe. Das ist doch sicher etwas übertrieben. Nein, ich habe noch nie mein ganzes Leben übertrieben. Wir sind schwerem Diebstahl zum Opfer gefallen. All die Möbel unserer Präsidenten-Suite wurden gestohlen. Es ist alles hoffnungslos. Viel Glück dabei. Ich übernehme den Fall. Ich habe von Ermittlungen keine Ahnung, aber ich werde versuchen zu helfen. Ach Gott sei Dank. Bitte schau es dir selbst an. Oh, schwarze Farbplexe. Wow, ist wirklich leer. Ja, ist es. Und die VIP-Gäste könnten jederzeit eintreffen. Du musst sofort mit den Ermittlungen beginnen. Zum Glück habe ich viele Fernsehsendungen gesehen und weiß genau, wie das läuft. Man muss Fotos von den Beweisen machen. Okay, klar. Was sind Beweise? Nun ja, hier haben wir zum Beispiel ein Beweisstück. Schwarze Kleckse. Öffne deine Kamera, zoome und mache ein Bild, um den Beweis einzusammeln. Wenn man das hier mitzählt, denke ich, dass es 4 Beweisstücke rund um die Siedequelle gibt. Viel Glück. Ach, da wäre noch eine Sache. Wenn du noch Dekor über hast, könntest du es dann etwas hier aufstellen. Ich bleibe hier, um die Neugestaltung der Präsidenten hier zu beaufsichtigen. Danke. Okay, also Frosch, deswegen ist der Froschdetektiv auch hier. Du kannst vergessen, wie cool das Bild war. Der Froschdetektiv hier am Chillen, weil hier scheinbar auch ein Fall eigentlich gelöst werden muss. Ja, genau so. Und jetzt geh los und finde die anderen Beweisstücke. Aber er hat scheinbar keinen Bock. Ich hatte ein paar Fragen an dich. Natürlich. Wo warst du, als all das Zeug verschwunden ist? Ich hatte gerade Pause. Ich bin kurz draußen gewesen, um frische Luft zu schnappen. Als ich zurückkam, war Miss Butterscotch außer sich. Das ist eine Miss? Oh. Da habe ich herausgefunden, was vorgefallen war. Eine glaubwürdige Geschichte. Ich weiß, sie ist sehr glaubwürdig. Sehr glaubwürdig und außerdem wahr. Also, okay. Sag mir Bescheid, wenn du alle Beweise gefunden hast. Okay. Beweise. Hier ist auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt und man kann hier runter. Vielleicht ist hier ein Beweis versteckt. Hier ist auf jeden Fall eine Katze versteckt. Ach, und jetzt sind wir hier. Weil die Katze ist auf der anderen Seite. Und ich kann jetzt hier hochschwimmen auch. Und so kommt man zu dem Frosch. Ich glaube ja. Erstmal hier den Müll unter der Brücke wieder wahrscheinlich finden. Ja.
Müll, Müll, Müll. Eine Brücke war ich auf jeden Fall noch nicht drunter. Das war die, wo der Among Us-Typ war. Du kannst nicht helfen? Und, was hast du so vor? Ich versuche gerade tatsächlich ein Rätsel zu lösen. All die Möbel in der Präsidentensuite wurden gestohlen. Oh. Wow. Ich muss gestehen, das klingt nach einer Menge Spaß. Ich tue mir gerade große Mühe, nicht über dieses Rätsel nachzudenken. Ich arbeite daran, klare persönliche Grenzen zu definieren, um meine Work-Life-Balance zu verbessern. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie steht es um deine Work-Life-Balance? Ziemlich übel, würde ich sagen. Bin eigentlich die ganze Zeit übererschöpft. Aber im Moment gibt es eben viele Probleme, die gelöst werden müssen. Und es fühlt sich an, als ob es mein Job wäre, mich um sie alleine zu kümmern. Das kann ich total verstehen. So geht es mir immer mit Rätseln. Es hat sich als hilfreich erwiesen, Regeln für mich selbst festzulegen. Die genauen Orte und Zeiten festlegen, an denen ich nicht arbeiten darf. So löse ich beispielsweise keine Rätsel während meines Urlaubs. Oder keine Rätsel lösen am Samstagen. Hört sich ein wenig willkürlich an. Hilft mir aber dabei, bei der Stange zu bleiben. Also ist es wohl auch gut so. Es wird mehr als genug neue Rätsel, wenn man zurückkommt. Also dieser spezifische Ratschlag ist eher auf mich zugeschnitten. Aber vielleicht trifft ja auch ein Aspekt davon auf dich zu. Danke, Frau Detektiv. Gilt auch für euch. Das Spiel hat, glaube ich, echt sehr viele Tipps, Hinweise, wie will ich es nennen? Ratschläge fürs echte Leben, die man da übernehmen kann. Ah gut, wir haben den zweiten Klecks gefunden. Ich glaube, wir suchen scheinbar die vier Kleckse. Hallo, Ei. Ja, hier sind auf jeden Fall nicht die Möbel, aber ich mache mal ein Foto. Da. Hey! Warum machst du Fotos von meiner coolen Höhle? In der es überhaupt kein Diebesgut gibt. Bin mir sicher, dass das gegen das Gesetz verstößt. Du wirkst ziemlich verdächtig. Also, unter dir ist ein großer Haufen Beweise. Der einzige Beweis, den ich sehe, ist eine äußerst verdächtige Person, die Fotos macht. Wahrscheinlich hast du die ganzen Möbel aus dem Resort geklaut. Hä? Ich habe das Resort mit keinem Wort erwähnt. Du kannst dich selbst offiziell als Verdächtigen betrachten. Ja, ja. Okay. Chili. Hi. Ich stehle gern. Das macht mir am allermeisten Spaß. Wenn ich etwas für dich klauen soll, sag einfach Bescheid. Meine anderen Hobbys außer Diebstahl? Moment, lass mich nachdenken. Von Zeit zu Zeit spiele ich auch gern Videospiele. Danke. Den Kamerazoom habe ich übrigens nicht gemacht. Der weicht vom Spiel. Auch wenn das Spiel scheinbar noch bisher keine Zooms gemacht hat. Mir fehlt noch ein Hinweis. Wie soll ich denn sonst herausfinden, wer die Sachen geklaut hat? Da sind rote Pandas auf dem Dach. Braten. Wir sind Abenteurer, falls du das nicht erkannt haben solltest. Genau gesagt, suchen wir Schätze. Wir durchforsten Picknick auf der Suche nach Schätzen. Ja, und außerdem haben wir auch unsere eigenen Schätze. Super duper geheime Schätze. Möchtest du mehr darüber erfahren? Klar. Okay. Unsere Schätze sind überall in Picknick-Provinz versteckt. Die Geheimverstecke werde ich dir jetzt zeigen. Da. Das ist... Ja, da bin ich vorhin runtergeklettert. Okay. Ja. Ich speichere all diese Fotos in der Kamerakarte. Du kannst sie dir ja dort jederzeit anziehen. Und solltest du auf einen dieser Orte stoßen, dann musst du die markierte Stelle mehrfach antippen, um die Schätze zu finden. Das ist ein Geheimnis. Viel Glück bei deiner Suche. Ah, das sind diese eingegrabenen Sachen. Davon haben wir ja schon ein paar gefunden. Das ist ganz cool, aber habt ihr noch einen vierten Farbklecks gesehen? Das ist ja auf jeden Fall ein Geschenk. Ich glaube, das könnte der Zylinder sein. Und ist ja auch sehr wichtig, den mitzunehmen. Machen wir doch das Finale beim nächsten Mal? Ich glaube schon. Aber wir haben gerade gesehen, dass einer der Schätze direkt hier unten ist. Eigentlich glitzert es doch, wenn ich dahin... Ich könnte schwören, dass hier ein Secret war. Okay, ich gucke in mein Handy. Zwischen den Blumen. Ah. Du bekommst ein Bart. Jawoll. Bin ein cooler Hund. Mit rotem Bart.
Ach, guck mal, das ist echt Wand, wo man hochklettern kann. Auch hier auch. Dann war auf das Dach hoch. Ich möchte euch nicht stören. Tef. Wir sind nach Seidquell gekommen, um den berühmten Himmel zu sehen. Ich habe diesen Ausflug vor Monaten gebucht. Bin über die Feuerleiter hier geschlichen. Aber ich muss zugeben, es ist ohne Farben wohl nicht ganz dasselbe. Leider. Darum bin ich auch so froh, dass wir dich hier erwischt haben. Könntest du den Himmel bitte wieder anmalen? Mach ihn so schön wie möglich. So romantisch, ja, ja. Kukuma, du kannst doch das Farbenkind nicht so einfach darum bitten, etwas für dich zu tun. Nein, das ist schon in Ordnung. Das tun doch ohnehin alle. Warte. Ich wollte eigentlich so dünne Streifen machen, deswegen war ich gerade etwas irritiert. Guck mal, ihr kriegt sogar Wolken, obwohl hier Wolken rumfliegen. Und weil ich mit der 3 auch meine graue Farbe nehmen kann, kriegt ihr noch Vögelchen. Bitteschön. Ist der Himmel so gemalt, wie du ihn haben wolltest? Ja. Schön, ne? Wow. 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 Es ist wirklich sehr romantisch. Ich kann dir gar nicht glauben, dass wir dir dabei zusehen durften, wie du den Himmel anmalst. Wir sind die Ersten, die diesen Himmel sehen durften. Diese Reise war auch noch außergewöhnlicher, als wir uns erhofft haben. Haha, das stimmt. Vielen Dank. Ich bin früher mit meiner Familie jedes Jahr hergekommen. Unsere Lieblingsbeschäftigung war es, in den Himmel zu blicken. Es war so aufregend letztes Jahr, als er sich verändert hat, nachdem Chicory zum Farbenkind geworden ist. Nun hat er sich wieder verändert, zweimal nacheinander. Ich finde, ich habe sehr großes Glück. Es ist wirklich sehr schön, aber nicht so schön wie du. Du hast bestimmt lange darauf gewartet, diesen Spruch zu bringen. So unglaublich lange. Haha. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ich dich auch. Ich weiß nicht, warum die beide gleich klingen, aber hey. Happy End für die. Schön, haben sie ein bisschen Himmel gesehen. Ich will nur meinen Zylinder jetzt hier alle. Pff. Sorry, Froschdetektiv. Ich mach die Wand gleich nicht mehr schwarz. Ah ja, ist der Zylinder. Let's go. Wir müssen leider die Farben anpassen, da meine Kleidung ab heute das Rot ist. So. Guck mal, das ist doch nice. Ach, wir haben einfach einen Zylinder im Durchgespielt halt. Haben wir irgendeine schöne Farbe für Wände? Ja, ist chillig für ihn bestimmt. Warte, wir haben... Da haben wir einen? Ja. Wie mache ich das, ohne da rauszugehen? Achso, das ist was anderes. Ich komme überhaupt nicht auf die Steuerung klar. Ah, da rechts ist der Knopf zum Rausgehen. Da ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis, da ist ein Hinweis. Wir haben 3 Hinweise. Auf 3 Screens. Also ist entweder da oben einer oder hier unten einer. Ich gehe nochmal aufs Dach hoch. Vielleicht habe ich da einfach Flecken übersehen. Für lauter Turteltauben. Nee, sind nur die anderen Farbenkinder und checken auch die meine tolle Wand aus. Laufen die Ermittlungen? Sieht aus, als hättest du 3 von den 4 Beweisfotos. Ich kann nicht vorstellen, was für ein Schurke uns das antun würde. Komm mit den Rest zurück, so schnell du kannst. Okay, ich suche mal kurz. In den Wasserfall hier kann ich rein. Da ist aber nur ein bisschen mehr Müll zum Sammeln. Sehr schön. Wie auch immer der in dem Wasserfall hochgespült wurde. Da ist noch ein Wasserfall. Alter, hier chillt ein Delfin. Jo, was geht ab, Chips? Wow, du hast meine geheime Quelle gefunden. Das hier ist der zweifellos der beste Ort zum ganzen Picknick. Die Quelle ist heiß und außerdem kommt niemand hierher. Also, außer dir. Aber wir können ja teilen. Ach, die Freuden des heißen Wassers und der kalten Luft. So was Schönes gibt es in Zapf nicht. Zapf? Ich habe noch nie jemanden aus der Ozeanprovinz getroffen. Hallöchen, schön dich kennenzulernen. Kann ich behaupten, dass ich hier viele Watschler getroffen habe? Du bist wohl ein echter Entdecker. Danke, danke. Du bist den ganzen Weg vom großen Trank hierher geschwommen? Dieser Ort ist es wert. Es ist schön, den ganzen Trubel zu entkommen, weißt du. Und die Rückreise nach unten macht auch Spaß. Erzähl deinen Watschler-Freunden, dass du einen waschechten Delfin getroffen hast. Aber erzähle ihnen bloß nichts von diesem Ort. Das wird unser kleines Geheimnis bleiben, in Ordnung? Okay. Gibt's hier auch was? Du hast hier auf jeden Fall Müll liegen lassen. Das melde ich der Polizei. Dass ich schon 90 Müll gefunden habe und der ist alles von dir.
Okay, wenn der Ort hier so geheim ist, kann ich dann auch hier rüber? Aha. Was ist das? Wunderhübsch ist es scheinbar. Ein rotes Kleidchen. Okay. Ja, das Wasserfalltauchen öffnet auf jeden Fall nochmal ein, zwei Wege im Spiel. Ja, aber der vierte Hinweis fehlt mir noch. Also nochmal zum Ort hoch, weil hier unten ist es, glaube ich, nicht. Die Sache ist, das Dorf ist halt 5 Bildschirme groß. Ach, das ist der Hinweis. Ist das der Hinweis? Der ist aber so winzig. Ich dachte, das ist eine Blume oder so. Ist auch nicht der Hinweis, es kommt nicht der Rahmen. Kann sein, dass du erst den Raum dekorieren musst, damit der letzte Hinweis auftaucht. Was sagst du zu sagen? Ich liebe Klettern, darum wohne ich hier. Jeden Morgen kann ich schön wandern gehen. Nichts erdet mich mehr, das Gefühl, Erde zwischen den Zehen zu spüren. Ah! Bist du auf dem Nachttischberg gewesen? Er ist riesig, so viel zu erkunden. Weiter oben gibt es noch mehr heiße Quellen. Ich bin sogar schon ganz oben am Gipfel gewesen. Jawohl, ein ziemlich schwerer Aufstieg. Wenn du auf der Erkundungstour bist, denke daran, auch mal langsamer zu machen. Halte einen Augenblick inne und lausche die Welt um dich herum. Du wirst merken, dass es viel zu entdecken gibt. Danke, danke. Aber auf euren Dächern und so suche ich ja nichts. Ich rede mal mit dem Typ oben in seinem Haus. Ja, ja. Die Ermittlung. Oh, ich möchte jetzt bitte nicht mit dir darüber sprechen. Das wäre zu viel für mein armes altes Herz. Aber ich muss dir doch Fragen stellen. Wo warst du, als das ganze Zeug gestohlen wurde? Ich habe eine sehr strikte Routine, die ich jeden Tag eisern einhalte. Normalerweise stehe ich hinter dem Schalter, trage eine Augenbinde und höre entspannte Musik. Mit verbundenen Augen? Das hilft mir dabei, die Nerven zu beruhigen. Na gut, hast du etwas gehört? Wie schon gesagt, habe ich entspannte Musik gehört. Über schallisolierte Kopfhörer. Außerdem habe ich die Lautstärke immer sehr laut aufgedreht. Darum ist die Musik auch sehr, sehr entspannend. Das mache ich täglich etwa 12 Stunden lang. Mehr habe ich jetzt zur Ermittlung wirklich nicht zu sagen. Küte, meine Consigüre wird sich nun an darum kümmern. Sprich also einfach mit ihr. Okay. Leute, ich höre hier einfach auf. Helft mir in den Kommentaren. Wieder mal. Ich bin zu blind, den letzten Hinweis zu finden. Ich habe jetzt hier alle Screens 5-mal abgelaufen. Und sagt halt, dass es hier in diesen 6 Bildschirmen sein soll. Und da habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht findet ihr etwas. Während ihr die Folge guckt oder was weiß ich. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann nachmittags mal gehen, den Turm der Farben abschließen. Wir haben jetzt einen Zylinder, wir haben das Spiel eigentlich schon durchgespielt. Und dann beenden wir dieses komische Debakel mit den Makel. Bis dann. Euer Zimbelhundemann.